Freunde, heute reagieren wir auf Marty Boy. Face Martos, Freunde. Freunde, wir haben lange keine Videos mehr von denen reingezogen. Und ich würde sagen, schauen wir uns erstmal die letzten drei Videos an. Das kann nur spannend werden, Freunde. Face Marty Boy, aka, ich habe die meisten Arena-Punkte aus Europa und ich bin verrückt. Let's go. I told her I'm getting paid for. Boy, you got something to say. But I know you've been a hater. I need me a meal, so I pray. She be scratching my back when we make love. She think I'm stuck in my way. Ich wusste, dass Martos die Pumpgun spielt, weil ich habe erstmal auch mal, also die Pumpgun kam ja mit der neuen Season dazu und mir ist irgendwie aufgefallen, also die, gegen bessere Spieler brauchst du die Pumpgun. Die Charge Shotgun, die failt voll oft. Also voll oft cheats man gar nicht und so. Pumpgun ist halt einfach die bessere Waffe für Pro-Player. So. Ist mir aufgefallen. Wow! Guck, Pumpgun ist halt einfach der reale Hase so. Weil die Pro-Player sind halt immer im Nahkampf, weil die sich immer alles zusammenbauen und hier und da. Und so Charge Shotgun ist eher so, Digga, gegen richtig gute Spieler, da kommst du gar nicht in eine Situation, wo du dir wirklich gebrauchen kannst. Bin ich ehrlich. Wow. Nein. Nein. Was macht er jetzt? Au! Wow, der 200er war richtig wichtig, Digga. Der war richtig gut. Richtiger Apo-ED-Kill, so. Ich bin auch so ein Typ, manchmal hab ich keinen Bock, hier alles zu bauen. Ich will einfach nur reinschießen, Digga. Bist drin, Digga. Und dann hast du das jetzt. Boah, er geht aber 200er wie ein Verrückter. Unglaublich. Oh, oh nein, Digga. Ich sehe jetzt schon seinen Kopf. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, 209. Oh nein, Boogie-Granate. Das müssten die eigentlich bei Arena rausnehmen oder sonst wo. Das ist so hart, Digga. Das ist so hart. Wow. Wichtig, wichtig. Was? Ich wollte sagen, what? Ich sag, was? Ey, was? Wie krass war das denn? Das, liebe Freunde, war gerade ein neuer Trick, den will ich gerade sehen. Den wollte ich nochmal sehen. Er ist jetzt hier, der Gegner ist dort, oder wo ist der Gegner hier unter? Er hat die Pyramide da geschmissen. Ah, er baut jetzt hier die Wand. Stimmt, der Gegner ist dort. Er hat die Wand gebaut, editiert sie und hat den Hops genommen. Krank. Krank. Stimmt. Wow. Stimmt. Oh, oh, oh. Schön. Schön. Oh, Digga, schön. Man merkt auch, er nimmt doch immer diese Dinger mit, ne? Diese Crash Pads. So perfekt gedodged. Boah, wichtig. Digga, er hat immer diesen roten Schild dabei, ne? Ich glaube, er mag die Farbe rot. Name Red, doch meine Lieblingsfarbe lila. Jetzt kommt mal mein Ehren-Snipe, kommt so. Was für ein heftiger Snipe. Der war so gut predicted, der war so gut. Wow. Das ist nochmal am Ende so ein bisschen Outro, hier ein Code, Partner, dies, bam, bing, bada, bang, schön, Digga, bisschen Promotion, ist auch wichtig. Hier hat er 10.000 Punkte jetzt schon, das nächste Video, bin echt, da bin ich gespannt, Digga. Ich würde sagen, schauen wir uns das nächste Video rein, let's go.
Ey, guck mal, er hat gerade diesen Tower dabei. Ich bin gespannt, was er damit macht. Ah! Ich schwöre Gott, ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe das nur gerade unten rechts gesehen. Ich dachte so, hä, warum hat er diesen Tower damit genommen? Aber ja, ich merke gerade, er hat wieder einen neuen Trick, Digga. Das müssen wir auch nochmal kurz begutachten. Ah, ist dann alles kaputt gegangen. Und hat er den irritiert? Ich habe es gar nicht gesehen. Er hat irritiert. Okay. Krank. Digga, was macht der immer für Psycho-Sachen? Was war das für eine heftige Aktion mit dem... Ey, so perfekt getimed, dass er genau in dem Moment gebounced ist. Und danach... Oh nein. Geil. Oh. Wow. Das Video laggt ein bisschen, ne? Aber egal. Sind das auch 60 FPS? Ja, laggt irgendwie komisch. Ja. 1440p hat das sogar hochgeladen. Lol, er hat das ist ja nicht 4K, das ist ja WQHD, glaube ich, ne? Krass, will ich mal sehen. Oh. Oh. Digga, Matos ist halt wirklich so ein Typen findest du nicht oft, Digga. So wie er spielt auch so geil einfach. So, er macht auch so Sachen, die auch kein anderer macht. Das feier ich einfach übertrieben. Den will ich nicht mehr in der Lobby haben, Digga. Wow. Digga, da muss man echt Angst haben. Digga. Oh mein Gott. Er hat den einfach schon die Möglichkeit abzuhauen schon genommen, Digga. Krank. Wow. Oh, ich sehe jetzt schon, das wird ein Headshot. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es noch an diesem Punkt da hinten. Oh. Wow. Digga, das wird, glaube ich, auch ein Headshot. Ja. Das ist definitiv ein Headshot, wenn er jetzt gleich abdrückt. Oh, guck mal, da sieht man schon diese kleine Flamme hier. Siehst du? Ah, es gibt nichts Besseres als ein leckerer Headshot. Bam! Wow, ja, Ehre genommen. Boogie-Granate ist overpowered und man kann sich selber damit hochnehmen. Boogie-Granate kann wie so eine Bazooka sein. Ist stark. Eklig, aber du kannst dich selber damit hops nehmen. Und er gibt dir einen 160er direkt mit der grünen Pump. Aua, 220. 200. Ich liebe sein Aim. Guck mal, wie er auf dem Headshot sogar geht. Ich liebe sein Aim. Er hat das krankeste Aim gefühlt. 200. Was? 200? 200? Ey, gibt jemand mehr 200 als er? Ich glaube nicht, Digga. 220. Wow, schöner Hit. Crazy for needing you back, but I know you hate me for shit from the past and being like that.
Digga. Dieser Mensch, Digga, ist nicht normal. Der ist nicht normal. Dieser schöne Headshot am Ende. Oh, schön. Guck mal, er gibt dir 170. Er kann auch auf den Fußnagel schießen, er wäre tot. Ich hau den aber nochmal 160er einfach auf locker hinterher. Gegen den willst du nicht spielen, gegen den willst du. Der nimmt dich in eine Sekunde hops. Bei ihm sieht sogar der heftigste Pro-Player manchmal aus wie ein Bot. Guck mal hier. Da kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. 99er, zack. Wow! Digga. Den muss ich mir aber echt merken, Digga. Er steht jetzt hier. Er macht jetzt hier eine Wand. Dreht sich um, guckt jetzt dahin. Schmeißt die Granate. Und editiert. In einer Millisekunde gefühlt. Ja, wirklich, das war wirklich eine Millisekunde gefühlt. Sondern. Und jetzt wieder meine Hops. Krank. Naja, Freunde, ich würde sagen, das letzte Video ziehen wir jetzt noch nicht rein. Das machen wir dann, wenn ein neues Video hochgeladen hat. Und zwar ist das neueste Video ist vor 4 Tagen, okay? Das geben wir uns dann, wenn er nochmal ein neues Video hochgesneakt hat. Er lädt ja ungefähr einmal die Woche was hoch. Freunde, lasst ein Like da, wenn wir auf mehr solcher Pro-Player reagieren sollen. Ja, Digga, geiles Ding, Freunde. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal, der allerechte. Und sagt euren Freunden Bescheid, Freunde. Red Sun ist wieder am Start, Freunde. Es kommt wieder regelmäßig. Ja, Reaktion. Haut rein, bis zum nächsten Mal, allerechte und tschüss.